So, jetzt wird gemixt. Hallo. Alles durcheinander. Hallo. Wir sind zwei Piranhas und wir talken heute über Genre-Mixes. Was ist das denn? Zum Beispiel, wenn ich Graf Dracula und Autorennen. Fast richtig. Autorennen ist richtig, Dracula ist falsch, weil Dracula wäre ein Setting. Ein Vampir-Setting. Ne? Weil Genre ist, ist die Spielart und nicht, wo es stattfindet. Weil du könntest auch ein Vampirspiel machen und dann mit Cowboys oder so. Weißt du? Dass sie sich dann gegenseitig würden sich auch nicht beißen, oder? Okay. Aber überlassen wir das mal den Experten. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Ja, kennst du extreme Genre-Mixes bei Games und was hältst du davon? Und die haben Folgendes gesagt. Also, es gibt zum Beispiel GTA, fällt mir ein, wo man, glaube ich, in irgendeinem Freizeitpark an so einen Automaten gehen kann, meine ich. Und an dem Automaten kann man wiederum so ein Oldschool-Spiel spielen. Was ich eigentlich total witzig finde, weil es ganz schön ist, zum einen überrascht zu werden, weil man damit gar nicht rechnet. Und zum zweiten sich total aussuchen kann, ob man darauf einsteigt oder nicht. So. Ich finde das durchaus interessant. Ein gutes Beispiel ist jetzt ja zum Beispiel auch das neue Minecraft Dungeons. Ist ja noch relativ neu, das so ein bisschen dieses Diablo-Feeling mischen möchte mit Minecraft. Beides nicht voll macht und aber einfach mal Abwechslung bietet, wo man das andere immer genau kennt, was man da bekommt. Da fällt mir jetzt so auf Anhieb eigentlich so hauptsächlich das, naja, wie Mario Kart, ne? oder Wipeout ein. So ein Rennspiel, was auch gleichzeitig doch ein bisschen auch Shooter ist. Ah ja, das ist ganz lustig. Als ich bei den RTL 2 News noch Spieleredakteur war, da war der Genre-Mix, von dem alle geredet haben, war Thief, The Dark Project. Das war auf einmal ein Genre-Mix, das war was ganz Neues. Da waren ja so, ich weiß gar nicht, was war da drin. Da war Action drin und dann war da so ein bisschen Schleichen drin und war da nicht sogar ein bisschen Strategie noch mit drin? Ich weiß gar nicht mehr. Also ich bin vorbelastet, was diesen Begriff betrifft. Bei The Witcher, genau. Die Kartenspiele sind ja eigentlich auch alle Genre-Mixe. Das ist auch ganz schön, man kann sich einfach überlegen, will ich das oder will ich das nicht? Und man kann da Zeit rein versenken oder man kann einfach darüber hinweggehen. Und das ist eigentlich ganz schön, ja doch, gefällt mir. Boah, da erwischst du mich gerade auf dem falschen Fuß. Ich finde Genre-Mixes eigentlich generell immer eine gute Sache. Jetzt überlege ich gerade, was mir da einfällt, extreme Genre-Mixes. Ich wünschte, es gäbe mehr abgedrehte Sachen, so Samurai, Cowboy, Third-Person, Jump'n'Runs oder so. Es gibt auf jeden Fall zu wenig davon, finde ich. Meistens herrscht da doch so Schubladendenken vor. Und also für mich ist das legst den Finger in die Wunde. Es ist jetzt nicht extrem irgendwie, wenn man Zelda 2 Adventures of Link zum Beispiel nimmt, aber das ist ja so ein kleiner Genre-Mix irgendwie. Also ich finde Genre-Mix ist durchaus nett, weil da kann man das Rad nochmal ein bisschen neu erfinden. Oh doch, Moment, es gibt doch diesen Mix auch wunderschön mit Autos. Rocket League. Dass so dieser Sport-Auto-Mix, so Destruction Derby meets FIFA, ja, das ist so eigentlich das, was mir direkt in den Sinn springt. Ja, da kann man, ne, das ist eine Menge, also was man so, ne? Du hast ja mal gesagt, wenn man zwei verschiedene Dinge zusammenpackt, die eigentlich scheinbar nichts miteinander zu tun haben, dann ist das eine gute Idee. Das ist eine originelle Idee. Eine originelle Idee, ob genau. Ob das eine gute Idee ist, das weiß ich nicht. Erstmal ist es originell. Stimmt. Na? Also, gut. Immer eine blöde Idee. Naja, aber wir sollten mal klären, was gibt es denn alles für Genres. Ne? Wir haben jetzt hier auf unserem schlauen Zettel stehen, Strategie ist ein Genre. Mhm. Ja? Das heißt Strategiespiele, Aufbaustrategiespiele oder sowas wie hier Iron Harvest, ne? Echtzeitstrategie. Wie nennt man das? ETS? Genau. RTS? Ja. Real-Time Strategy oder ja. So, ne? Genau. Genau. Das sind Strategiespiele. Und die haben ja mal überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir eigentlich machen. Mhm. Weil wir sind nämlich ein Rollenspiel. Obwohl ja der Trend dahin geht, empfinde ich jedenfalls so, wenn ich überlege, wo wir angefangen haben, irgendwie so mit Computerspiele, ne? Also ich meine jetzt nicht mal entwickeln, sondern auch zocken.
Und heutzutage, da packen die irgendwie alle möglichen Genres immer mit rein und je mehr das drin sind... Das ist nur eine These, die wollen wir gleich mal weiter beleuchten. Es gibt Fighting Games, Beat'em Up. Spielst du sowas? Spielst du überhaupt Strategiespiele? Selten, sehr selten. Ja? Ja, ich habe mal ein bisschen Anno gespielt und ein bisschen Siedler gespielt. Ja. Aber es ist selten. Ja, also ich spiele gerne Age of Empires, habe ich damals immer gespielt. Habe ich, glaube ich, gar nicht gespielt. Nee? Ich nicht. Ja. Also kenne ich schon, aber habe ich nicht gespielt. Gut, also Beat'em Up, Fight Games sowie Tekken oder... Also man musste mich dazu prügeln, Smash Brothers zu spielen. Ja. Das ist, glaube ich, so ähnlich. Ne? Ja, das ist Side-Scrolling Beat'em Up, slash Hack and Slay. Diablo ist ja auch so ein bisschen, obwohl es dann so ein Rollenspiel ist. Ne? Das finde ich schon wieder nicht uninteressant. Ja, nee, uninteressant. Aber so. Diese reinen Hau drauf, da bin ich so schlecht. Ja. Da hat man irgendwie mit Reaktion und Tastenkombination und so. Ach, du redest von Dark Souls. Da bin ich auch nicht gut. Ah, das ist aber auch ein Rollenspiel, ne? Ja, finde ich vom Aussehen auch hübsch. Ja. Ja, schwierig, ne? So, jetzt wird noch besser. Hier, Battle Royale ist auch ein Genre, ne? 100 gehen rein, einer kommt raus, wenn er Glück hat. Chicken Dinner, ne? Ja. Winner, Winner, Chicken Dinner hier. PUBG. Bin ich auch haben schlecht, wir auch, aber oh, viele Stunden gespielt. Spielen wir auch, aber selber bauen würden wir sowas nicht. Haben wir auch schon mal erzählt, ne? Ja. Haben wir schon mal eine eigene Sendung zugemacht hier unten im Kanal Battle Royale. Da erzählen wir, warum das keine gute Idee ist. Vielleicht originell, aber nicht gut. So. Shooter, Ego-Shooter, Massive Multiplayer Online, muss nicht unbedingt sein, aber Ego-Shooter an sich. Habe ich viel gezockt tatsächlich. Ja. Finde ich auch sehr spannend. Es gibt ja Menschen, die mögen keine Ego-Perspektive. Kann ich von mir nicht behaupten. Ich finde die sogar richtig klasse, je nach Spiel. Ne? Also wir selber machen ja eher so Third Person. Ja. Und, eher so wie Witcher. Ja, also wie, also für diese Art Spiel, die wir machen, finde ich das auch klasse. Ne? Weniger wie Cyberpunk. Dein Püppchen an- und ausziehen und so. Aber gut, das kann man bei Cyberpunk auch. Aber das ist halt nicht der Punkt. Ne? Das ist nämlich alles durcheinander. Mhm. Und man weiß nicht so genau, und darauf will ich hinaus, weißt du? Ne? So, jetzt geht's weiter. Was haben wir da noch? Geschicklichkeit, ein Ragdoll-Spiel. Oder Maze. Ja. Ragdoll-Spiel? Ja, ja. So die Typen oder die Human Fall Flat oder sowas. Ja, das ist ein Ragdoll-Spiel, ja, ne? So ein Fledder. Helga Fleddersen und ihre Freunde. So. Dann Plattformspieler, Jump and Run, Plattformer. Sowas, was die Sluggerfly gebaut haben mit ihrem Hellpie. Mhm. Ne? Der filthy 3D-Plattformer. Nicht gut. Das macht mir auch Spaß. Ich hätte ja lange gewartet auf so ein Spiel, das so ähnlich ist wie hier Jack and Dexter. Ja. Ne? Und ja. Da könnte mehr sein. Ja. Ja, verstehe ich. Ja. Ja, dann haben wir ein Stealth-Computerspiele. Wie super. A la Deus Ex. Dishonored. Splinter Cell. Thief. Ne, also das ist ein Genre, aber auch durchzogen mit Steigerungsgedönse. Ne? Das heißt, so Rollenspiel ist da auch immer mit drin. Oder Shooter. Oder Shooter. Ne? Hm. Tja, okay, also machen wir es kurz, gibt noch mehr. Aber Rollenspiel, so wie wir es machen, da haben wir schon eine Menge von drin, ne? Von diesen Genres irgendwie. Wir sind so ein richtig klassischer Genre-Mix, findest du nicht? Ja, ich bin mal ganz blasphemisch. Ich sag immer, kommt's. Je mehr Genres irgendwie mit reingepackt werden, desto eher nennen sie es Rollenspiel. Boah, das ist eine These, die können wir hier nicht beweisen. Werden wir hoffentlich auch nicht versuchen. Aber es ist halt so, dass tatsächlich ein schlauer Mann hat mal gesagt, irgendwie, wer ein Open-World-Rollenspiel machen will, der ist ein Masochist. Das grenzt an Masochismus. Weil nämlich ein Rollenspiel, ein Open-World-Rollenspiel, irgendwie alle möglichen Genres irgendwie bedienen will. Ja. Ja, Shooter-Elemente sind drin, das heißt, wir haben so Dinger mit Schulterkamera und Geballer, mit Pfeil und Bogen oder eben Knarre. Dann haben wir drin so ein Denkspiel, Minigames wie Hacking-Game-Gedönse, ja, das geht an einen Tresor und muss die hacken, oder Geschicklichkeitsspiel mit dem Lockpick
Ne? Das heißt, du musst irgendwie, ne, auch Denkspielaufgabe. Dann Exploring, ganz groß, das heißt das Open-World-Ding. Du explorst halt eine Riesenwelt, die seamless ist, das heißt, die hat keine Level oder so, dass man sagt, so jetzt den nächsten Level, höchstens irgendwie mit seinem... Ja, und dann ist es halt auch ein echtes Rollenspiel mit Steigerungssystem, ja. Von Anfang bis Ende muss irgendwie spannend sein, die Geschichte, die darf jetzt nicht irgendwie abflachen in der Mitte, ab Stunde 35 oder so, das ist aber ein bisschen mau jetzt, ja, spielt man stundenlang. Da muss das alles spannend inszeniert sein, auch noch mit Cutscenes und so. Das heißt, interaktiver Film muss auch noch mit rein. Ne? Und so weiter und so weiter. Da gibt es noch viele andere Sachen. Kampfsystem, Third Person, Schwertschild, Nahkampf, Fernkampf, diese ganzen Dinge. Also es ist schon nicht wenig. Mhm. Das Spiel, was mich am meisten beeindruckt hat, früher mal, das war tatsächlich Ultima Underworld, weil es nämlich genau das gemacht hat, ja, in einem sehr frühen Stadium. Das heißt, es hatte eine 3D-Welt, die eigentlich 2D-mäßig abgebildet war. Das hat man gesehen, in denen sich die Perspektive verzerrte, wo du hoch und runter geguckt hast. Aber es war schon ziemlich cool. Du hattest mehrere Ebenen. Im Stygian Abyss hieß der Level, ne, also die Welt. Und jede Ebene hatte so sein eigenes Thema. Zwergen, Goblins, Monster, Untote, Roboter. Keine Ahnung, so ein Zeug. Cool, ja. Ja, und Shooter konntest du konntest zaubern, du hattest Magie übrigens auch, ne, hier Flächensprüche, gezielte Sprüche, ja, dann kommt noch dieses ganze Dialogsystem dazu, das heißt, dass du jederzeit jeden ansprechen kannst und das dann auch immer mit Kameras perfekt inszeniert sein muss und wehe, die Kamera, die guckt mal gegen die Tonne, dann ist das aber schlecht, so, gibt Spiele, die, ja, wir machen, ja, wir haben da total, wir sind ja irre, ne, also wir, wenn du einen Typen, der die Treppe hochrennt, ne, ansprichst, dann muss auch der vernünftig mit Kameras und so weiter inszeniert sein. Du musst ihn ja auch überall ansprechen können. Das stimmt. Gibt Spiele, die machen Schwarzblende. Ach, ich soll angequatscht werden. Alles klar. Alles drapiert sich. Keiner sagt mehr was. Alle rennen so schön in die Gegend rum. Und dann stehen die auch schön voneinander mit der perfekten Beleuchtung. Bei uns ist das manchmal nicht so. Aber dafür haben wir ein freieres Spiel. Wir sagen, okay, es kann mal eine Goofy-Situation mal aufkommen, ja, wo du sagst so, wie sieht das denn aus? Aber wir nehmen das gerne in Kauf, wenn dann wenigstens der Spieler die Freiheit hat, jeden überall anzuquatschen. Ja, das ist halt so eine Sache, wenn ich mich jetzt mitten in den Busch stelle, ja, und dann klicke ich einen NPC an. Muss ich mich nicht wundern, wenn die Blätter vor der Kamera sind. Und dann, kann man die doch ausblenden. Ja, ja, haben wir schon mal gemacht, aber das ist verdammt teuer. Mhm. Weil dann kriegst du nämlich Füllratenkiller aus der Hölle, weil nämlich jedes Blatt, dann musst du, ja, dann kannst du ja die Bäume komplett ausblenden. Das sieht auch ein bisschen doof aus. Ach, guck mal, überall, wo ich hingehe, dann verschwinden die Bäume und so. Hat man alles schon mal ein bisschen versucht, ne? Ja, dann tut doch die Kameras näher dran und nicht so weit weg. Ja, das sind alles so Tricks. Ja, wir versuchen solche Dinge immer weiter zu verbessern. Du bist auch wieder beim Schieben irgendwie. Dann gibt den doch immer schlaue Sachen, so die ganz bestimmt auch funktionieren, wenn man sie dann auf die entsprechende Situation anwendet. Aber man muss das natürlich auch mit seiner Art von Spiel verheiraten am Ende des Tages und es muss ein rundes Bild geben und das, was wichtig ist an dem Spiel, nämlich die Freiheit und diese Bewegungsfreiheit und du kannst überall mit jedem quatschen und überall mit jedem kämpfen und so weiter. Das muss ja auch irgendwie funktionieren. Ja. So, ne? Und das vereint halt unheimlich viele Dinge, so ein Genre-Mix. Und das ist die Königsdisziplin, finde ich. Ein Spiel zu machen, es muss nicht unbedingt ein Rollenspiel sein, aber ein Spiel zu machen, was mehrere Genres miteinander vereint. Wenn man mal jetzt so einen Wolfenstein nimmt oder Hast du nicht gesehen oder so einen Shooter wie Doom oder so, da sind ja auch sehr viel mehr Elemente mittlerweile drin, als nur ich renne durch die Gänge und baller alles kaputt. Da kommen nämlich auch sehr viel mehr von den Elementen, die ich gerade aufgezählt habe, wieder mit rein, weil der Spieler das dann auch interessanter findet. Eine bessere, schönere Inszenierung, gespielter Film, Knobel, Rätsel, Dinger oder Jump and Run bei Doom zum Beispiel. Du musst irgendwie mit deiner Hand dann irgendwie, du musst gucken, wo musst du hinspringen und so. Der Level ist das Spiel und solche Dinge. Da geht es nicht nur um stumpfe Ballerei. Und das ist natürlich schon immer so ein Ding. Ne? Reines Jump and Run à la, wie heißt das hier, Mario, ne? Hast du auch noch ein bisschen mit drin, nämlich Plattformer-mäßig. Du musst halt gucken, wie komme ich von A nach B und so weiter. Selbst Mario ist in den Jahren immer rollenspieliger geworden. Ich weiß noch damals, wie ich mich in irgendwie wie Bolle gefreut habe, wenn du das Spiel speichern konntest und du ja auf einmal irgendwie entscheiden konntest, welchen Level zuerst und so, weil du eine Landkarte hattest, wie so ein echtes Rollenspiel. Ja. Ne? Ja. Und
Und da sind die dann hingegangen. Irgendwann gab es das Ganze dann in 3D und Paper Mario gibt's jetzt noch und Mario Rennspiel und ne, ja, alles Mögliche. Ja. Also mittlerweile kannst du dich auch mit Mario prügeln, so ungefähr. Ja. Also. Assassin's Creed hat auch sehr viel Rollenspielelemente bekommen, ne? Steigerungssystem. Level hat man und man kann unterschiedliche Waffen finden und so weiter, ne? Mhm. Quests und so. Also die gehen auch in diese Richtung. Ja. Scheint keine so schlechte Idee gewesen zu sein. Bei Valhalla sind sie an einigen Stellen ein bisschen wieder zurückgerudert, ne? Aber da ist immer noch eine fette Portion drin, ne? Bei Odyssey haben sie sich sehr weit vorgewagt, was das angeht. Ich fand das super. Und ja, das ist so mein Ding. Solche Spiele spiele ich gerne, die solche Sachen miteinander verbindet. Mhm. Ja, was haben wir da noch? Schlechte Zeiten für Puristen habe ich ja aufgeschrieben, weil wenn die eine Seite sagt, ja, es ist toll, wenn immer die Sachen miteinander, ne, kombiniert werden und zusammengeführt werden oder so, aber es gab ja auch die guten alten Zeiten, gibt jetzt auch sehr viele Remakes und so ein Zeug, ne? Die Puristen, das heißt, so früher war alles besser, ja, dieses reine Oldschool-Strategie-Shooter-Rollenspiel, was auch immer, ist das nicht viel geiler? Warum machen die denn alles immer so einen Klumpatsch zusammen? Gibt es solche Leute? Ich denke schon. Insbesondere dann, wenn du Fan von etwas ganz Bestimmtem bist. Mhm. Ne? Und davon dann nichts mehr so richtig kriegst. Besonders tragisch wird es dann, wenn es das schon gibt, aber die Elemente, die da mit reingewurschtelt werden, sag ich jetzt mal, so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass sie die Sachen, die das andere gut machen, vernachlässigen. Wenn ich zum Beispiel immer sage, ich würde gerne mal so einen Dungeon Crawler haben, à la Ultima Underworld, dann gucken die mich alle an und sagen, so, das gibt's doch. Spiel doch das, spiel doch das, spiel doch das. Und dann sitze ich da und denke mir, ah, das ist mir aber ein bisschen zu Pi, zu Pa, zu Po. Ja, ich bin einer von diesen Leuten. Also jetzt nicht nur, aber ich kann das verstehen. Ja, wenn man sagt irgendwie, ach, jetzt haben sie mir aber zu viel von der einen Sache oder der anderen Sache reingetan. Mhm. Viele Assassin's Creed-Spieler haben sich gedacht, das ist mir zu viel mit der Rollenspielgedönse. Könnt ihr nicht mal wieder so machen, wie das früher war? Das war doch super. Mhm. Also das gibt beide Seiten. Ja. Na? Und es wird auch immer gezogen, wie der Topflappen, der zu klein ist. Ne? So, da ziehst du an den beiden Ecken, ach, guck mal, jetzt ist er super, aber dann gehen die anderen beiden Ecken kleiner. Dann ziehst du wieder so, dann ist er wieder ein Karo. Ja? Das liegt auch in der Natur der Sache. Ne? Je mehr du da reinmachst, das ist ja letztendlich auch eine Geschmacksfrage. Ne? Ja. Und ja, auch an Handwerk, ne? Klar, wie gut hast du es jetzt umgesetzt, aber eine Frage der Erwartungshaltung. Das heißt, wenn ich jetzt ein Spiel mache, was verschiedene Genres miteinander vereint, also was verkaufe ich es denn dann? Ja. Wenn ich es jetzt als Shooter verkaufe, dann erwarten die Leute auch Shooter. Wenn sie dann irgendwie Rollenspiel bekommen, dann sind sie enttäuscht. Ich bin ein absoluter System Shock-Fan. Finde ich total geil. Und ich habe Prey gespielt. Und Prey, also das neue, 2017, also das neue RE ist ja auch schon 4 Jahre her, ja, dass das rauskam. Also. Das ist wie das hier. Nur anders. Aber im Grunde wie das hier. Verkauft wurde das aber als Prey. Prey war aber eigentlich eher ein Shooter. Und dies hier ist eher so ein Ego-Perspektive-Rollenspiel mit Items und Horrorzeug irgendwie. Shooter-Adventure. Ja, schwierig, ja. Das ist genau das Problem dieses Genre-Mixes, ja. Mhm. Du kannst es eigentlich gar nicht eindeutig irgendwie benennen, weil es immer irgendwie eine Referenz braucht. Mhm. Prey 2017 ist für mich wie System Shock. Prey früher ist für mich so ein bisschen wie Unreal, ja, eher. Also eher ein Shooter, obwohl es auch schon mit 3D, du hattest irgendwelche Rätsel und so weiter. Da war sehr viel Portal mit drin, ja, würde ich jetzt sagen. Ja, genau. Das ist also ein Mix zwischen Unreal und Portal, wenn man so will. Mhm. Macht man das auch so heute? Ne? Das heißt, Genre-Mixes beschreibt man mit einem Spiel, das schon mal gab. Was es schon mal gab eigentlich. Ja, das ist wie Witcher, aber ohne Geralt und ohne Monster. So, hä? Was? Ja? Ja, und dann spielt man das Spiel und ja, hat er recht, aber man weiß nicht so, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber das ist so schwierig immer zu erklären. Ne? Deswegen findest du die Sachen auch nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel eingibst, irgendwelche Spiele, die so sind wie System Shock, findest du nicht Prey. Nee. Obwohl es eigentlich genau das ist. Ja, interessant finde ich das. Ja. Gut, hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Ich
nehme mal hier so zwei, weil relativ kurz. Die erste Frage ist, ist das eigentlich branchenüblich, eine Christmas Edition anzufertigen? Das ist, wir sagen immer Christmas Edition, zu einer Version, die wir gerne vor den Weihnachtsferien machen, um die dann zu zocken. Ne? Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Es ist bei uns Tradition, ne? So mal so einen Stand zu bekommen. Das Spiel ist bei weitem noch nicht fertig. Ja, aber es ist zumindest so, dass man das durchspielen kann, das Ding, und dass es die wesentlichen Elemente, ich sag mal 80% dessen, was es haben muss, schon hat. Das ist so die Christmas Edition. Mhm. Ne? Und da haben wir halt unsere Tradition. Und dann machen wir über Weihnachten das, aber das ist völlig freiwillig. Und wenn jemand gerne das Spiel spielen möchte, das eigene, was er selbst gebaut hat, ja, dann ist das auch jedem selbst überlassen. Und ich habe sowas in der Form noch nie gehört. Nur bei uns bisher. Ich hab das ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Nein. Also branchenüblich würde ich jetzt was anderes. Mm-mm. Aber die machen bestimmt auch, die zerjocken auch ihre eigenen Spiele, aber in einem anderen Rahmen, würde ich sagen. Die machen nicht sowas. Wahrscheinlich, genau. Und die andere Frage? Einer hatte in dem Zusammenhang gesagt, irgendwie, ja, wenn man es durchspielen kann, ist es doch fertig. Warum liest ihr das denn dann? Nein, das ist noch nicht fertig. Das ist so ungefähr, nein. Wenn du sagst, irgendwie, ja, man kann die Quest spielen, aber ja. Der Typ hat noch keine Haare. Ja, also das ist schon ziemlich schwierig. Also keine Angst, wir haben schon ein bisschen mehr. Ja. Aber es ist halt, du musst noch eine Menge. Es gibt viele Sachen, eine Polishing-Phase, wo man wirklich eine Menge machen kann. Insbesondere, wenn man solche Art Spiele passend zum Thema wie wir macht, die relativ groß sind, sehr viele verschiedene Themen miteinander vereinen, eine Open World haben, dann gibt es da auch an jeder Ecke noch was zu tun. Und das ist quasi diese Phase, wo man sagt irgendwie, ja, das muss irgendwie vernünftig getuned werden, gepolished werden, gebugfixt werden und fertig gemacht werden eben. Und das kostet, ja, je größer das Spiel, desto mehr Zeit. Ja. So, wir haben eine Trophy-Box heute. Ja. Nehmen wir mal die eine, und zwar die obere, die daran schuld ist, dass wir tonnenweise Spiele bekommen haben, ja, von THQ Nordic. Zum Beispiel dieses? Dieses hier. Das hat unser Sohn gespielt. Mehrfach. Ja, mehrfach. Und das habe ich dem Clemens erzählt von THQ Nordic. Und der hat gesagt, oh, das ist aber super, dann schicke ich euch doch mal die Collector's Edition. Na? Ja, das ist ziemlich cool. Vielen Dank dafür. Ja. Das hat auch echt Bock gemacht. Diese Collector's Edition, da sind sogar Socken drin. Das ist besonders gut. Ja. Und das hat auch echt Spaß gemacht. Ja, das ist ein super Spiel, ne? Das ist ein Remake von dem alten SpongeBob, genau. Das genau. Ist, tatsächlich spielt sich das auch sehr, sehr ähnlich. Ist halt grafisch neuer gemacht und hat unserem Sohn auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das ist echt cool. Ein paar schwierige Stellen habe ich mich auch mal versucht. Also das ist schon ganz schön knackig an einigen Stellen. Ja, aber... Ja, unser Sohn ist 9 Jahre alt und der kriegt das irgendwie locker flockig. Meine Fresse. Also was Sohnspiel angeht, ist der besser. Irgendwann können wir einpacken gegen unsere Kinder. Das können wir uns schon mal auf die Fahnen schreiben. Okay, dann hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Becken TV. Danke fürs Zuschauen. Genau, bis dann. Macht's gut. Tschö. Ja, Genre-Mix. Ich krieg das nicht auf die Kette, ne? Genre, Setting, Genre.